Nach all den Jahresrückblicken und Vorausschauen aus den Allgäuer Landkreisen, die wir Ihnen in den letzten Wochen gezeigt haben, geht es jetzt mit neuen Themen weiter. In dieser Ausgabe von Aus dem Unterallgäu und Memmingen, zu der ich Sie recht herzlich begrüße, geht es um das Thema Wirtshaussterben. Der Pfarrer, der Lehrer und der Wirt, das waren die wichtigen drei in jedem Dorf. Den einen Lehrer gibt es heutzutage nicht mehr. Auch der Pfarrer hat Sorgen, dass ihm nicht noch mehr Schäfchen davonrennen. Ja, und der Wirt? Auch dem geht es zunehmend schlechter. Am 23. Mai 1949 habe ich das Licht der Welt erblickt. Und zwar in diesem Gasthaus im Nebenzimmer. Und dann, 1954, ist dann meine Schwester auf die Welt gekommen. Und so haben wir miteinander, mit der Mutti und mit dem Vater, das halt ganz umgetrieben, als kleine Kinder schon in der Gaststätte natürlich. Ich habe mit 10 Jahren schon mit denen Leute Schafkopf gespielt und 66. Und ich bin halt immer Gastronom gewesen. Und das ist Karl Hieber auch heute noch. Sein Gasthaus, das Weiße Ross in Westerheim, zwischen Erkheim und Memmingen, war schon so ziemlich alles. Landwirtschaft, Brauerei und Gasthaus natürlich. Das Haus von 1536 hat schon viel erlebt. Schlechtere, aber auch wesentlich bessere Zeiten. Genau wie Karl Hieber. Hiebers Weißes Ross ist das einzige von ehemals 4 Gasthäusern in Westerheim. Er beklagt sich nicht, er kann von seinem Haus gut leben, allerdings war früher mehr los. In der großen Zeit, wo noch richtige Hochzeiten waren, da haben wir im Jahr 25 bis 30 Hochzeiten gehabt. Aber nicht nur mit 200, 300 Leuten, sondern mit 600, 800 Leuten den ganzen Tag. Der Saal ist auch heute noch ein wichtiger Bestandteil des Gasthofs. Die Zeiten, in denen eine Wirtschaft allein vom Stammtisch leben konnte, sind lange vorbei. Ein ausgebuchter Festsaal und eine gute Küche sind heute unerlässlich. Was heute immer noch genauso wichtig ist wie früher, ist die Familie. Wie in der Landwirtschaft oder im Handwerk, ohne Verwandtschaft läuft in der Gastronomie nichts. Ja, das ist so. Sagen wir, meine Kinder, die helfen mir ja alles mit oder so, aber die kriegen natürlich auch ihr Kohle. Und da muss ich immer sagen, die kommen auch noch schnell, wenn sie keine Zeit haben, aber die lassen uns nicht im Stich. Aber Karl Hieber wird seine Gastwirtschaft schließen. Die Kinder haben andere Pläne. Hieber versteht das. Einige Umbauten würden für einen Nachfolger anstehen. Zudem wird die Flut von Vorschriften immer größer. Das Büro und nicht die Theke oder die Küche wäre der hauptsächliche Arbeitsplatz seines Nachfolgers. Es ist halt schade, dass niemand weitermacht. So ein Lokal, wo überall bekannt ist im ganzen Landkreis, ist halt schade. Aber wenn keiner weitermacht, bringt das Ganze nichts. 2 Jahre wollen die Hiebers noch weitermachen, dann ist Schluss. Weil der 70er möchte ich noch gar nicht in meiner Gaststätte feiern. Dann schließt das letzte Wirtshaus in Westerheim. Knappe 10 Kilometer von Westerheim entfernt liegt Schweighausen. Dort trifft man sich im Schwarzen Adler. Der Stammtisch, Treffpunkt und Nachrichtenzentrale. Der Wirt ist Josef Braunmiller und der hat ein entscheidendes Problem vieler anderer Wirte nicht. Er hat einen potenziellen Nachfolger. Ich bin jetzt seit 85 her. Vorher hat es mein Vater gemacht und meine Mutter und dann habe ich das halt übernommen und habe das jetzt bisher. Und ich hoffe, dass es mit meinen Neffen dann auch mal weitergeht. Das ist eigentlich schon so in die Wege geleitet, dass es auch klappt.
Ein Vorteil gegenüber anderen. Aber auch Braunmiller hat ähnliche Probleme wie seine Wirtskollegen. Die Leute, die sterben weg, die alten Stammgäste. Und die Junge kommen fast keine mehr nach. Das ist das große Problem. Und das können wahrscheinlich alle Wirte, die das in diesem Umfang umtreiben, wie wir auch mit Stammgästen, können das gleiche Lied singen, glaube ich. Ja. Deshalb hat sich Josef Braunmiller ein zweites Standbein aufgebaut. Über der Gaststätte vermietet er Zimmer. An Monteure ab und zu, in der Ferienzeit aber viel an Familien aus Norddeutschland oder den Niederlanden, die auf der Reise nach Italien einen Zwischenstopp einlegen. Er ist bei Buchungsplattformen im Internet gelistet und auch die Nähe zu Memmingen, also zur Autobahn, kommt ihm entgegen. Genauso wichtig für ihn ist sein Festsaal. Veranstaltungen hier zahlen sich für ihn aus. Der Saal ist da und hat sich in der Gegend etabliert. Wenn man das heute neu installieren muss, ist ein Wahnsinnsrisiko auch dabei. Man weiß nicht, ob das funktioniert. Der ist halt schon seit 1959 ist dieser Saal hier, halt da in der Nähe von der Schenke und der Gaststätte oder Gaststube, sagen wir so. Und das ist ein großer Vorteil. Braunmillers Festsaal im Schwarzen Adler wird hergerichtet für eine Veranstaltung. Eine Podiumsdiskussion, die sich mit dem Thema Wirtshaussterben beschäftigt. Aber ausgerechnet für diesen Festsaal gibt es seit einiger Zeit in der Nähe starke Konkurrenz. Dieser Feststadel wird von einem Förderverein betrieben und ist von den Gemeinden Holzgünz und Schweighausen gebaut worden. Konkurrenz im eigenen Haus. Ja, im ersten Moment könnte man meinen, das wäre eine Konkurrenz. Wir haben es aber anders aufgebaut, das Konzept. Unser Stadel bietet etwas, was der Wirt nicht bieten kann. Das heißt also, er bietet eine Bühne natürlich und er bietet Platz für bedeutend mehr Leute, als der Wirt unterkriegt. Und unser Bestreben war, gemeinsam im Wirt, gemeinsam etwas aufzubauen, das wir zusammen auch betreiben können. Gemeint ist, wenn Daniel Braunmiller den Schwarzen Adler von seinem Onkel übernommen hat, ist er die erste Adresse für die Bewirtung im großen Feststadel. Allerdings stehen dann für ihn große Investitionen an. Beispielsweise der Umbau der Küche. Das kostet Geld und ist ein Problem von vielen, warum Wirte keine Nachfolger finden. Es gibt aber auch noch andere. Also viele Vereinsheime gibt es, wo die Jungen sich aufhalten. Die Jungen fehlen ja total hier. Oder auch in anderen Wirtschaften, nicht bloß hier. Möbelhaus, da gibt es eine Etage, da ist ein Restaurant drin. Und ich habe das auch schon gesehen, da ist von 11 bis um 1 ist da kein Platz mehr zu kriegen, ist alles voll. Oder wie gesagt, er hat es erwähnt, fast jede Bäckerei, jeder Metzger hat eine Imbissecke, ist voll. Da gehst du in der Tankstelle rein, in Ungerhausen an der Autobahn, die haben eine Mittagskarte. Da kannst du in der Tankstelle Mittag essen. Das ist Hauptursache, ob man da irgendein Rezept dafür hat, wie man das ändern könnte, weiß ich auch nicht. Aber ausgerechnet dieses Thema beschert Josef Braunmiller an diesem Abend ein volles Haus. Denn genau das war letzten Endes auch die große Frage bei der Podiumsdiskussion zum Thema Wirtshaussterben im Unterallgäu. Michael Stoiber von der Unterallgäu Aktiv GmbH hat dazu eine Befragung im Landkreis durchgeführt. Man hat sich ja die Frage gestellt, ist das Thema Wirtshaussterben wirklich ein Problem im Unterallgäu? Dann hat man festgestellt, okay, so wirklich genau haben wir eigentlich gar keinen Überblick. Insgesamt ist die Situation aktuell noch nicht so dramatisch, muss man sagen. Ja, es ist jetzt so, dass wenn wir die Wirtshausschließungen, die wohl in den Gemeinden in den nächsten Jahren, also in absehbarer Zeit anstehen, wir insgesamt im Landkreis 4 Kernorte und 36 Ortsteile im Unterallgäu haben würden, die dann kein Wirtshaus haben. Dazu kommen noch 38 Wirtshäuser, die in den vergangenen 5 Jahren geschlossen wurden. Insgesamt steht das Unterallgäu laut der Befragung aber gut da. Ich bin ja schon
positiv überrascht, dass wir doch noch so viele Wirtschaften im Landkreis Unterallgäu haben. Viermal so viele Wirtschaften, die politische Gemeinden, das ist schon etwas. Aber die Tendenz ist natürlich schon auch erkennbar und die geht nach unten. Die Gründe dafür sind vielfältig. Aber nicht für alles ist der Gastwirt verantwortlich, sagt zum Beispiel Hermann Kerler, der die Befragung in Auftrag gegeben hat. Wo der Gastwirt nicht dafür kann, sind bürokratische Hemmnisse, sind Auflagen bezüglich Konzessionen, sind Rahmenbedingungen, die vom Gesetzgeber auferlegt werden. Und da muss vieles anders werden. Darüber waren sich bei der anschließenden Podiumsdiskussion alle einig. Aber das hiesige Landratsamt kann da nur beratend tätig sein und auch die Landesregierung in München kann nur im Kleinen etwas tun. Wie soll es also weitergehen? Oder ganz einfach gefragt, wie kann man das Wirtshaussterben aufhalten? Aufhalten kann nur von ganz oben kommen, also wirklich dann aus der Politik. Es sind eigentlich gewisse Vorgaben da, die einfach jetzt das Landratsamt auch umsetzen muss. Das ist eine Umsetzung, eine Vollzugsbehörde und kann sich da einfach nicht drüber hinwegsetzen, sondern solche Vorgaben dieser Bürokratievereinfachung, dieser Bürokratieabbau, der muss wirklich von oben kommen. Also ich nehme sicher nochmal mit, dass wir das Thema der Förderkulissen nochmal prüfen. Stichwort Dorferneuerung, Stichwort Städtebauförderung. Aber ich nehme auch das Thema Bürokratie nochmal mit. Das Thema Bürokratie abbauen ist auch das Thema von Johann Britsch vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband. Das und die Senkung der Mehrwertsteuer. Ich denke, die Mehrwertsteuerreduzierung ist zwingend notwendig. Beim Bäcker 7%, beim Metzger 7%. Da kommt der Wirt und wollen wir einen Leberkäse kaufen bei dem. Der muss 90% zahlen. Das passt einfach nicht in diese Landschaft. Josef Braunmiller hat eine Lösung gefunden. Sein Neffe wird das Lokal übernehmen. Wann steht noch nicht fest, aber auf seinen Ruhestand freut er sich schon. Ich könnte mich locker zurückziehen. Mein Arbeitsleben ist schon ziemlich lang jetzt und das beinahe ohne Urlaub. Dann hat man da schon noch, hätte man ein bisschen Nachholbedarf. Und auch Karl Heber ist nicht bang um die Zeit danach. Also ich bin in so vielen Vereinen Vorstand, also mir wird es nicht langweilig. Wenn eins klar geworden ist, dann das, dass es nicht den einen Grund für das Wirtshaussterben gibt. Es gibt natürlich die bürokratischen Hürden, den Papierkram, die Vorschriften, die mögliche Nachfolge vergraulen. Es gibt aber auch ein Kundenverhalten, das sich in den letzten Jahren verändert hat. Auch das ist ein Aspekt. Aber letzten Endes, und das gehört auch zur Wahrheit, trägt auch der Gastwirt eine Verantwortung. Auch der muss sich ändern, muss reagieren, Neues ausprobieren, damit sich Wirtshäuser auch in Zukunft auf dem Land noch lohnen. Ja, und das war's auch schon wieder von aus dem Unterallgäu und Memmingen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder einschalten. Bis dahin, auf Wiedersehen.